Unsere zweite Bewertungsrednerin, Susanne Bäßler. Susanne Bäßler. Lieber Papa, liebe Toastmaster, liebe Johanna, damit war schon klar, was es für eine Rede ist. Es ist ein Toast. Und das ist auch schon einer der Punkte, den ich hervorheben möchte. Die Abstimmung zwischen Gesten, in diesem Fall auch mit Props, und den Worten und dem Teil deiner Rede, mit dem die gestimmt hat. Es gibt verschiedene Beispiele dafür. Die kleine Schwester, sehr schön, die Geste dazu abgepasst. Das Klopfen, wunderbar. Meine Bewertung werde ich aufbauen nach dem, was ich gehört und gesehen habe und dann auch noch ergänzen, was ich gefühlt habe. Deine Rede war ein Toast. Und in deiner Rede hast du sehr viel über Leidenschaft gesprochen. Du hattest eine schöne Einführung allein durch die Gestik schon, hast es dann umschlossen, indem du zum Ende wieder mit dem Glas gearbeitet hast, um die Rede abzuschließen. Sehr schön. In der Rede selber war Leidenschaft wie ein roter Faden. Du hast sogar Varianten benutzt von dem Thema Leidenschaft. Du hast Aspekte reingebracht wie liebevoll und fürsorglich. Ich würde das noch weiter ausarbeiten als Vorschlag, Leidenschaft wirklich als Punkt auszuführen, als Schlagpunkt sozusagen durch die Rede durch, als Orientierung. Wiederhol das sehr bewusst, heb das noch weiter hervor. Ja, und das Thema Leidenschaft. Leidenschaft, das ist was, wo man das Herzblut mit reinbringt. Du sprichst zu deinem Vater. Da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, das hat mir ein bisschen gefehlt. Die Leidenschaft in dem, dass es rüberkommt, dass man merkt, du fühlst mit deinem Vater, du ehrst ihn. Es kam etwas sehr reserviert für mich rüber. Arbeite das weiter aus. Bring dein Gefühl mit in die Rede rein. Und vielleicht suche dir drei oder vier Themen aus. Es waren sehr, sehr viele Beispiele, was ich auch herausfordernd fand, nachzuvollziehen und von einem zum anderen weiterzugehen. Ganz wichtiger Punkt bei einer Rede ist immer der Aspekt des Humors. Das Beispiel mit der kleinen Schwester war da. Dann hast du ein sehr schönes Beispiel gehabt von deinem Vater. Humor, ja, wenn man es richtig macht, schon klappt's. Arbeite mehr um Humor ein. Das wird die Rede noch viel lebendiger bringen und wird auch die Leidenschaft noch viel stärker einbringen. In Zusammenfassung, Gestik und Sprache passen zusammen, Humor einarbeiten und bring mehr Leidenschaft rein.